Bruder Walt. Uns ist zu Ohren gekommen, dass die Heiden einen kleinen Baum, der kürzlich mit einem Boot in den Docks angeliefert wurde, in ihre Gewalt bringen wollen. Es ist von größter Wichtigkeit, dass ihnen dies nicht gelingt. Wenn die Hexenmeister der Heiden so sehr nach diesem Baum trachten, ist er für uns gewiss gefährlich. Im Moment befindet sich das verfluchte Ding in der Obhut der Stadtwachen. Mir dünkt, dass diese den Verführungen der Heiden verfallen sind oder dass die Gier ihren Sinn für Gerechtigkeit getrübt hat. Dennoch glaube ich, dass wir das Problem mit einer angemessenen Geldspende aus der Welt schaffen können. Bruder Ondilot schlägt vor, den Baum in einem Schmelzofen zu verbrennen, auf dass der Ofen das heilige Werkzeug des Erbauers den Baum verzehren und seine schreckliche Magie vernichten möge. In der Taverne in den Docks steht ein Ofen. Wer weiß, vielleicht ist es der Wille des Erbauers, dass der Baum darin verbrannt wird, wenngleich er nur ein armseliger Ersatz für den Schmelzofen der Hamariten ist. Bruder Constance. Ach ja, diese Fanatiker. Don't find me. Don't find me. Oh. Halt gut, junge Freund, mach ja nicht. Please don't, please. Lass weiterleben. Die hat sich ja schnell erholt. Der Stadtschreiber, Sonderausgabe, Geisterschiff läuft in Hafen ein. Am Sonntag ist die Abysmal Gale in unseren Hafen eingelaufen. Vom Kapitän und der 28-köpfigen Besatzung des Handelsschoners fehlt jede Spur. Zeugenaussagen zufolge hatte das Schiff von Kapitän Robert Moira wie von Geisterhand an der Mole angelegt. Die Untersuchungen der Stadtwachen dauern an. Schaulustige werden aufgefordert, sich dem Schiff nicht zu nähern. Dazu Officer Dürglemar. Auf diesem verfluchten Schiff lauern Zombies und Geister und natürlich die üblichen Gefahren eines normalen Handelsschiffs. Angesichts dieser Aussage werde ich mich von der Abysmal Gale in der Tat fernhalten. Unbestätigten Gerüchten zufolge sollen sich die untoten Passagiere des Schiffs derzeit in der Kanalisation zusammenrotten. See Mavenstock. So, ich glaube, wir gehen dem Schiff mal einen Besuch abstatten. Now shut up, will ya? Hey, so redet man nicht mit einer Dame. Vor allen Dingen nicht, wenn sie nur freundlich guten Abend gesagt hat. So, Blitzbomben habe ich genug. Auf geht's. Weihwasser. Weihwasserfläschchen zerbersten beim Aufprall und hinterlassen eine Wasserlache. Werfen Sie sie auf Untote, um diese zu verletzen. What happened here? Maybe there's something in the ship's manifest or the captain's log. Weihwasserflasche, ich kann heute nicht mehr reden. Ich glaube, ich streame heute schon wieder zu lange. Mal diese Etage des Schiffes ausloten. Ich glaube, hier lag ursprünglich auch ein Untoter drunter, den habe ich wohl gleich mitgegrillt. Vini Vidi Ricci, danke für deinen Host. Hi. Schön, dass ihr da seid. So. Mann oder Frau oder wie viele Personen auch immer. Die Geste zählt. Oh, da drüben gibt es Pfeile. Ich will die Pfeile haben, ich will die Pfeile haben.
Wieder hoch. War oben noch nicht fertig. Nein, tatsächlich nicht. Also Thief gehört tatsächlich zu meiner Lieblingsspielreihe. Also das Spiel habe ich schon 10.000 Mal durchgefühlt. Und einmal tatsächlich auch schon im Let's Play vor vielen, vielen Jahren. Nur würde man mich in den alten Aufnahmen nicht mehr erkennen. Also die sind noch auf YouTube, immer noch auf meinem Kanal, aber... Ich sag's mal so, ich habe mich seit damals sehr verändert. Nö. Das Spiel kenne ich in- und auswendig, alles gut. Gut, es sei denn natürlich, es gucken jetzt hier Zuschauer zu, die das Spiel noch nicht kennen. Also ich versuche in meinem Durchlauf zumindest den Zuschauern gegenüber Spoiler zu vermeiden, soweit es geht. Also mir gegenüber brauchst du natürlich nichts vermeiden. Ich kenne das Spiel, wie gesagt, aber wenn jetzt hier andere Zuschauer sind, die das Spiel noch nicht kennen, ist vielleicht doof. Oh, du bist bestimmt der Kapitän. Oder was von dir? Schlaf. Ja, die ersten beiden Teile habe ich auch schon durch. Alle Teile haben was für sich. Ich spiele auch den vierten sehr, sehr gerne. Auch wenn er von den eigentlichen Thief-Fans nie so wirklich für voll genommen wird, weil er ja ein Reboot darstellt. Ich halte mich da so ein bisschen vom Kanon fern und stricke mir die Geschichte so zurecht, dass sich das Spiel dann doch wieder in die Geschehnisse einreiht. Logbuch des Kapitäns, Tag 42. Der Koch hat sich heute selbst übertroffen. Was für ein köstliches Mahl. Zumindest für die Offiziere. Warum auch nicht? Wir haben eine erfolgreiche Reise hinter uns. Morgen werde ich den Männern mitteilen, dass wir Kurs auf die Heimat nehmen. Dann sehe ich endlich meine Edwina wieder. Ich denke, ein Halstuch von ihr ist ein ähnlich guter Glücksbringer wie mein Teleskop. Tag 43. Wir haben guten Wind. Schwer beladen, nehmen wir Kurs auf die Heimat. In weniger als... Und da wurde er wohl unterbrochen. Ja, The Dark Mod habe ich tatsächlich auch schon gespielt. War ganz nett. So, ich glaube, den Etagen bin ich durch. Dann kann ich mich wieder nach unten begeben. Dass ich nicht in Sackgasse wäre. So. Die ist auch blockiert. Warte mal, war ich an der Kiste schon dran? Ich glaube ja. Okay, du brauchst zwei. Ein Gamesound, ein Tick leiser. Was? Aber kann ich hier überhaupt Lautstärke steuern? Audio-Hardware-Mischung, bla bla bla. Ich speichere mal sicherheitshalber, weil das Spiel läuft nicht ganz so stabil, wie es laufen sollte. Nur falls mir das Spiel jetzt gleich abschmiert. So.
Spielsound ist ein bisschen leiser. Ich hoffe, das ist jetzt erträglich. Keine Ursache. So. Frachtliste. Eine lohnende Kaperfahrt, wenngleich wir nichts wirklich Exotisches erbeutet haben. Eine goldene Scheibe mit seltsamen Symbolen, wie auf unserer letzten Reise, findet man eben nicht alle Tage. Nachdem ich das gute Stück nicht teilen konnte, habe ich es mit nach Hause genommen. Kapitänsvorrecht nennt man das. Edwina weiß nichts davon. Und das ist gut so. Sie würde nur unnötige Fragen stellen, deren Antworten ihr nicht gefallen würden. Zum Beispiel, dass ich mitnichten der Kapitän eines Handelsschiffs bin, sondern ein Seeräuber. Dass wir die goldene Scheibe nur gefunden haben, weil wir nach unserem letzten Fischzug einen Teil unserer Beute in dieser Höhle verstecken wollten. Tja, und wie es der Zufall will, sind wir dort über einen Schatz gestolpert. Und über ein paar hässliche Fallen. Ich habe an diesem Tag einige gute Männer verloren. Edwina muss schließlich nicht alles wissen. Teufel nochmal, sie würde sich nur Sorgen machen. Wie damals, als sie von meinem geheimen Bootshaus an den Klippen in der Nähe unseres Hauses erfahren hat. War ein hartes Stück Arbeit, ihr alles zu erklären. The object described in the manifest must be the compendium the keepers are looking for. Sounds like it was brought to Captain Moira's house. Okay. Dann müssen wir zu Captain Moira mal nach Hause gehen. Und zurück in die Docks. So, ich habe noch den Setzling der Heiden, den würde ich denen gerne erstmal zurückgeben. Auch wenn die mich beim Versuch dabei wahrscheinlich umbringen wollen. Man muss ja mal guten Willen zeigen, ne? Definitiv. Das macht es für mich auch, sag ich mal, so einfach, mir da eine Nicht-Kanon-Geschichte zurechtzustricken, die Thief 2014 wirklich als den vierten Teil hinstellt. Zum Beispiel, warum die Taube von Dingens hier Jennifer heißt. Ich habe mir da einfach die Geschichte zum Beispiel zurechtgestrickt, Jennifer wäre irgendwann gestorben, also die Frau, die wir im zweiten Teil gerettet haben. Und er hätte dann aus Trauer sich irgendwann diese Taube geholt und hätte sie ebenfalls Jennifer genannt. Als Andenken an sie. Oder dass das Mädchen, was Garrett am Ende des dritten Teils... Ja, stimmt, Basso war's. Oder das Mädchen, das Garrett am Ende des dritten Teils bestehen wollte, dass das beispielsweise Aaron ist. So kann ich ein paar Fäden zumindest verknüpfen. Gesundheit. So. Wo ihr jetzt beide hier steht, könnt ihr mir hier im Weg stehen. Nicht so nah. What piece is that? Wenn man in solchen Momenten als Spielerin ebenfalls den Bauch einzieht.
Da habt ihr euren Baum wieder. Da finde ich die Blitzbombe. Okay. Da steht er jetzt rum. Und geht wieder. Oh, Bruger. Bruger ist auch super. Bei ihm habe ich das Let's Play damals dann auch gesehen, nachdem ich das Spiel natürlich selbst durch hatte. Oh, kann ich hier nochmal kurz was verscherbeln? Kriege ich vielleicht ein bisschen mehr Geld? Ein bisschen. Reicht für die Kletterhandschuhe. Geil. Ja, 400 Jahre nach den anderen Teilen, ja. Wie gesagt, es ist nicht alles stimmig, wenn ich mir die Geschichte zurechtstricke, aber ich kann mir das selber für mich in meinem Kopf so zumindest entsprechend zurechtspinnen. Dass die Entwickler sich dann natürlich andere Gedanken drüber gemacht haben, das stelle ich mal so gar nicht in Frage. Ja, schön. Rennt in eine andere Richtung. Finde ich super. Ich wollte mir sowieso bloß die Kletterhandschuhe kaufen und dann aufs Boot hüpfen, um Moira zu besuchen. Mit den Kletterhandschuhen können Sie Stein- und Ziegelmauern hinaufklettern. Springen Sie dazu an die Mauer und klettern Sie los. Geil. Können wir Spider-Man spielen? Und tschüss. So, bevor ich hier weitermache, ich muss mal gerade ganz kurz gucken, ob ich eine Einstellung. The lead from the abysmal gale has brought me here, to the captain's seaside mansion. Well, former captain. Moira and most of his crew didn't survive their final voyage, but luckily for me, the ship's manifest did. It talked about a golden slab, which sounds like the compendium of reproach the keepers have been looking for. The log said Captain Moira brought it home for safekeeping. I doubt he knew what he had. Probably just wanted it for the gold. My stolen rowboat got me here in one piece. Now I just have to find and steal the compendium. There's no way to know how many of the captain's loyal men are guarding the place, but the household will probably be in an uproar over the captain's death. With luck, no one will notice me sneaking around. The widow Moira might know where her late husband kept his treasures. Maybe I'll start by paying her a little visit. Ja, mit etwas Glück findet niemand heraus, dass wir da sind. Ich glaube, bei meiner Spielweise haben wir am Ende das ganze Haus umgebracht. So, die Spur von der Abyssmal Gale hat mich hierher geführt, zum Strandhaus des Kapitäns. Verzeihung, des ehemaligen Kapitäns. Leider haben der alte Moira und die meisten seiner Männer ihre letzte Reise nicht überlebt. Wenigstens ist die Frachtliste des Schiffs unversehrt. Tja, Glück muss man haben. In der Liste ist eine goldene Scheibe verzeichnet. Das könnte das Kompendium der Schande sein, nach dem die Hüter suchen. Laut Logbuch hat Captain Moira die Scheibe in seinem Haus sicher verwahrt. Der Dummkopf hatte ja keine Ahnung, was er da in den Händen hielt. Vermutlich ging es ihm nur um das Gold. So. Nachdem ich mit meinem gestohlenen Ruderboot unbeschadet hier angekommen bin, muss ich nur noch das Kompendium finden. Ich weiß zwar nicht, wie viele seiner Männer das Haus bewachen, aber vermutlich macht ihnen die Nachricht vom Tod ihres Kapitäns immer noch zu schaffen. Wenn ich Glück habe, bemerken sie mich gar nicht. Seine Witwe weiß bestimmt, wo ihr verstorbener Mann seine Schätze aufbewahrt hat. Vielleicht sollte ich ihr einen kleinen Besuch abstatten.
Tafferman, Tafferman, does whatever a Taffer can. So. Noch irgendjemand mit dieser Hintergrundtone in den Ohren? Bin gar nicht da. This better not be one of your practical jokes, Whitney. There's a torch out again. Can't run off at every little thing. Makes for a long night. Good night. Jetzt wird seine Nacht gar nicht mehr so lang. It's your turn already. I know. Let me just think. I'm waiting. Don't rush me. I'm about to go. Listen, it's not that hard. Look, you're showing pelicans and mackerels, right? Just play them in order, and you'll have at least two. Oh, Burix. What? What's wrong? You just won. I just won for you. Ha ha! Pay up, Mortimer! What did I win? Ich hab erstmal eine Runde Schlaf gewonnen. Danke für den Follow, Vini Vidi Ricci. Kusch. Dreh dich weg. Ja, ich kann noch nicht sagen, wie oft ich streame. Ich hatte tatsächlich mal eine Regelmäßigkeit beim Stream drin, aber in den letzten Monaten, also seit ungefähr einem knappen halben Jahr, ist es ziemlich selten geworden, dass ich streame. Dieses Wochenende bildet eine Ausnahme. Also morgen streame ich nochmal und danach weiß ich nicht, wann das nächste Mal sein wird. Es ist sehr von Lust und Zeit abhängig. Annoyance? Wenn ich dich K.O. habe? Ja. So, ich schaue mich hier draußen erstmal kurz ein bisschen um. Ich hatte es tatsächlich mal so weit, dass ich viermal die Woche gestreamt habe. Aber ja, dann habe ich mich verliebt und hatte plötzlich andere Prioritäten. Meine Freundin ist eben wichtiger als so ein paar Streams. Weil ich dieses Hobby hier wahrscheinlich auch nie ganz ad acta legen werde, aber es wird dann halt seltener stattfinden. Kuckuck.